Heute geht's wieder in die Natur und ich bin diesmal nur mit Thor unterwegs. Gerda ist zu Hause geblieben, sie hat irgendwie keine Lust, kann am Wetter liegen, vielleicht hat sie auch wieder Schmerzen im Knie. Hallo liebe Zuschauer, da sind wir wieder. Wir gehen jetzt nochmal die Strecke, die ich euch im Frühjahr schon mal gezeigt habe. Und so könnt ihr mal sehen, wie sich das alles hier verändert hat. Hinter mir wächst schon der Hafer und hier vorne sind die verblühten Lupinien. Die Lupinien werden jetzt durch das Weideröschen ersetzt, was dort hinten im Hintergrund wächst. Hier sind die Lärchen, die damals in dem alten Video noch fast nackig waren. Die haben jetzt jede Menge Nadeln, sehen wunderschön aus. Und hier ist jetzt die Birke, wo das Wasser damals so rauslief. Könnt ihr sehen, immer noch läuft Wasser, sie säuft immer noch weiter, aber es wird schon weniger. Schaut mal dort hinten, da laufen die Schwäne, 6 Stück. Ja, die leben hier. Die 2 Erwachsenen, die waren vorher bei mir auf dem Feld, bevor die ihren Nachwuchs bekommen hatten. Und jetzt leben sie hier. Und jedes Mal, wenn ich mit den Hunden vorbeikomme, dann flüchten sie natürlich ins Wasser. Dort paddeln sie. Sie sind in Sicherheit jetzt. Gestern hatten wir viel Regen und wir mussten den Morgenspaziergang ausfallen lassen, den Nachmittagsspaziergang. Die kleinen Regenpausen habe ich dazu genutzt, um den Zwinger im Hof abzureißen. Denn den brauchen wir nicht. Ich habe die Leine für Gerda und für Thor. Ja, und gestern gegen Abend haben meine 2 Fellnasen dann beschlossen, dass sie ohne mich spazieren gehen. Sie sind erst einem Waschbärenhund hinterher und dann sind sie losgelaufen. Ein Nachbar kam zu mir und hat mir Bescheid gegeben, dass die Hunde bei ihm im Hof sind. Er lebt hier unten am See. Also eine ganz schöne Strecke für die beiden schon. Und ich bin dann sofort mit dem Auto hin, aber wir haben sie nicht mehr gefunden. Also habe ich ein bisschen rumgeschaut, rumgesucht. Ich habe alles Mögliche gefunden. Ich habe einen Elch gesehen, mir liefen mehrere Kaninchen über den Weg, Kraniche habe ich gesehen, ich habe die Schwäne gesehen. Alle möglichen Tiere, die hier in Finnland unterwegs sind, aber nicht meine Hunde. Die kamen dann eine Stunde später, kamen sie mir entgegen, freudestrahlend. Ja. Ja, und hier von dieser Stelle habe ich gestern auch ein paar Fotos gemacht. Der Sonnenuntergang war wunderschön und die zeige ich euch jetzt hier auch mal. Thank you.
Das Feld wurde schon einmal abgemäht, der Bauer hat Heu gemacht und hier nebenan wächst der Hafer. Hier wachsen leckere Walderdbeeren. Wir laufen gerade einen Weg, den ich bisher noch nie gelaufen bin. Und ich habe natürlich eine Karte zur Hilfe. Und hier wird gerade gebaggert. Man sieht hier neue Entwässerungsgräben. Schaut euch mal die Menge an Steinen an, die hier in Finnland überall zu finden sind. Ein Haufen Fliegen sind mit uns unterwegs, die wir gar nicht eingeladen haben. Die sind richtig lästig, diese Biester. Wird Zeit, dass wir hier aus dem Schatten wieder rauskommen in die Sonne. Die Zivilisation hat uns wieder. Wir sind jetzt auf der Straße nach Hause. Aber bis da dauert es noch ein bisschen. Wir haben noch 3 Kilometer vor uns. Hier hat der Bauer eben das Feld gepflügt. Man riecht es, die Erde ist noch sehr frisch. Und die ersten Vögel sind schon da und picken sich die Maden raus. Schaut mal, wie viele Steine jedes Mal mit an die Oberfläche kommen, wenn das Feld gepflügt wird. Deshalb seht ihr auch an den Feldrändern überall immer diese Steine liegen. Wir alten Herren müssen jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen und uns ein bisschen hinsetzen, ausruhen. Wir haben es noch ca. 2 Kilometer zu laufen und dann haben wir es auch geschafft. Ich zeige euch jetzt in der Zeit mal kurz die App mit der Karte, die ich euch nur empfehlen kann für euren Finnlandurlaub. Schaut mal hier, ich hoffe, das kann man gut sehen. Das ist also die Karte. Ja, hier könnt ihr aktualisieren. Da seht ihr genau meinen Standpunkt. Und man sieht das Ganze auch über Satellit. Die Karte, die ist vom Landesvermessungsamt und die ist unheimlich genau. Man sieht auch die ganzen Trampelpfade, die sind dort verzeichnet. Und vor allen Dingen sind die Satellitenbilder sind viel neuer als bei dieser amerikanischen Suchmaschine. Ja, also für den Urlaub lohnt sich das enorm. Ich nutze sie jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich mich nicht auskenne. Und sie ist eine ganz große Hilfe für mich. Eben auch diesen Weg, den wir gelaufen sind. Ich wusste nicht genau, wo er endet, wo wir hinkommen, wo wir rauskommen, was sein wird. Ja, nur leider sind die ganzen Fliegen nicht verzeichnet. Also es war katastrophal im Schatten. Da ist natürlich windstill und wie ihr seht, geht hier ein guter Wind. Ist angenehm zu laufen, aber eben sogar Thor, der hat zu viel gekriegt. Jetzt hat er sich wieder beruhigt. Er war total genervt. Hier sind wir wieder an diesem Erdkeller angelangt. Es hat sich alles etwas verändert.
Der Wald wurde abgeholzt. Ja, und hier ist das Feld, wo wir früher unser Winterfutter gemacht haben, was ich euch auch schon mal gezeigt habe. So, gleich haben wir es geschafft. Hier ist schon die Scheune von mir. Da hinten liegt Gerda. Sie hat uns noch nicht bemerkt. Und hier liegt noch meine Arbeit. Ich muss die ganzen Bretter noch wegräumen. Der Zaun da hinten ist weg. Aber es fing gestern wieder an zu regnen. Eine kleine Begrüßung. Erstmal der Check-up, ob alles in Ordnung ist mit dem anderen Hund. Hallo Gerda. So, meine Sauna hat jetzt Temperatur. Jetzt heißt es nackig machen und dann geht's auf die Bank. So, die erste Runde habe ich hinter mir. Tut richtig gut. Samstagsabends ist immer in Finnland Sauna. Ja, die Finnen, die stürmen in ihrer Sauna. Das gehört dazu. Da werdet ihr auch kaum jemanden erreichen. Und dazu werde ich mir mal Gläser genehmigen. Prost. Ich war eben noch schnell einkaufen. In Suomeniemi City. Ich habe diesmal keinen getroffen. Ja. Ich werde gleich noch weiter in die Sauna gehen, werde hier auf dem Balkon sitzen, die Ruhe genießen. Kann sein, dass da nachher noch Regen kommt. Sieht so aus. Mal abwarten. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch schon alles Gute. Danke fürs Zuschauen und die sind hier. Bis zum nächsten Mal.